So, Peace, meine lieben Retro-Fans. Herzlich willkommen zurück zu Mission Supernova Teil 1, das Schicksal des Horsttummels. Das Problem war jetzt in der letzten Folge, dass wir irgendwie mit dem Geld nicht ganz ausreichen. Und ich glaube, ich weiß auch, was mein Problem war. Das Problem ist jetzt, muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier aufmache, dann wird er ja, mich direkt abknallen. Das ist voll logisch. Dann müssen wir da nochmal laden, wo wir quasi den, also bevor wir den da hergelockt haben, Axakusana 2, da war das doch, oder? Genau, weil ich kann mich nur noch dunkel daran erinnern, hier war noch irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was, und ich glaube, hier war auch noch Geld irgendwo versteckt. War das die Bilder? Nee, war hier noch irgendwo was? Das war nämlich so eine Sache, da suchst du dann ja 10.000 Stunden danach. Ich weiß noch, wie wir da... Du rätselst ja dann und du denkst ja, also, wenn du das jetzt vergessen hast und du sperrst den da schon ein, dann kommst du ja nicht mehr in den Raum und dann kannst du dir das hier nicht mehr rausholen. War das hier irgendeine Schublade? Irgendwas war hier. Da bin ich mir 100% sicher, weil es waren mehr als 1.000 Xa im Endeffekt, glaube ich zumindest. Ist wie gesagt auch schon ein bisschen her. Auf dem Bild ist da noch was. Hey, hinter dem Bild ist Geld versteckt. Ich nehme es mit. 300 Xa, da haben wir schon das Problem. Und jetzt müssen wir hier mit dem Alapansi nochmal telefonieren. Jetzt müssen wir das quasi nochmal alles machen. Alapansi. So. Hier ist Uknulchab. Huch, sie hören sich aber nicht gut an. Ich komme sofort. Wir hauen den Metallblock in den PC. Gehen zur Säule. Dann schließen wir die Tür hinter dem Boy und gehen in dem sein... So, machen hier nochmal zu. Das hatten wir uns ja durchgelesen. Der Sumoti, der Commander. Und 89814 war es. 89814. Zack. Dann haben wir nämlich auch die, den Kram. So, jetzt haben wir die 800 Xa schon. Und jetzt brauchen wir die letzte noch aus dem anderen... So, Karte öffnen. Hören wir nochmal zu. Ich speichere hier gerade mal. Damit wir hier schon mal wissen. Jetzt können wir ja wieder das Geld, Geld, Geld speichern. Jetzt haben wir nämlich Geld, Geld, Geld. Zweimal sogar schon. So, der Typ, der lässt uns jetzt natürlich nicht durch. Wir fragen mal, ob er. Nein, für die 800 will er es immer noch nicht tun. Jetzt denke ich aber mal noch dran und wir holen unsere Armbanduhr mit. Und ich muss mich daran gewöhnen, wenn ich euch hier sowas aufnehme in der DOS-Box, dass ich mal öfter die Maus bewege. Das wird euch zwar mega nerven, aber das Problem ist, wenn ich das nicht mache, dann bleibt das manchmal schwarz, der Bildschirm. Und wenn ich dann was vorlese, ist das natürlich mega, mega doof für euch, dass ihr dann natürlich nicht seht, was ich vorlese. So, und jetzt wollten wir doch hier, machen wir das mal schnell, den Metallblock in die Lampe. Wir gehen da hinten in die Tür. Oh, auf. Nehmen das Geld. Jetzt sind das nämlich über 1000. Gehen hier rein. Hier rein. So. Würden Sie mich in den Fahrstuhl lassen? Nein. Würden Sie mich durchlassen, wenn ich Ihnen 1150 Star gebe? Okay. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Und wir sind endlich frei. So. Dann drücken wir mal den Knopf. Und wir stehen vor einem Dschungel, okay. Das sieht so aus, als wäre hier auf Axakus anscheinend ein Dschungel. Und ich würde sagen, da uns ja nichts anderes übrig bleibt, gehen wir einfach mal in den Dschungel. Lauter Bäume. Zack. Nachdem du 2 Stunden im Dschungel herumgeirrt bist, findest du ein Gebäude. Boah, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. So, dann sind wir hier. Schild. Extrecker, Raumbus, Bahnhof, Ulu, Wald, Planet, Chu, Abflug um 0.03 Uhr, ach, um 3.27 Uhr, ich glaube, wieder totaler Quatsch, oder 26.27 Uhr, okay. Ankunft ist um 12 Uhr und um 5 Uhr, Flugpreis 180 Xa. Da fehlt uns anscheinend etwas an Geld. Liegt hier noch zufällig irgendwo Geld rum? Wahrscheinlich nicht, oder? Da habe ich noch irgendwo was vergessen. Bitte sag jetzt nicht, ich habe noch mal irgendwo was vergessen. Oh, nee.
Weil wir haben keine 180 Xa mehr. Können wir mit dem Taschenmesser das machen? Irgendwie die Leitung da rein knallen. Schlitz, das geht nicht. Die Leitung mit Schlitz, das geht auch nicht. Liegt hier irgendwo noch Geld rum? Das sieht nämlich nicht so aus, oder? Das ist geschlossen. Na. Kann ich mich hier irgendwo umschauen? Tür. Der Dschungel. Komisch. Haben wir jetzt noch irgendwo Geld vergessen? Ich wüsste nämlich nicht wo. Das ist jetzt die Frage. Aber hier seht ihr jetzt ja zum Beispiel, jetzt steckt man hier fest, wenn man nicht irgendwas früher gemacht hat. Und man denkt halt immer, ah, jetzt ist man fast durch und dann ist man doch wieder da. Oder können wir die Karte? Nee, das können wir auch nicht. Exstrecker Raumbus. Axakus City, Planet Axakus, Abflug und wir wollen zu dem Planet Chu. Das ist jetzt echt mega scheiße. Ich weiß nämlich nicht, was wir noch machen sollen. Hier ist nirgends irgendwo was sichtbar versteckt, oder? Ich klicke hier einfach mal ein bisschen rum. Gehe mal mit der Maus hier drüber. War da vielleicht noch irgendwo was? Wir laden mal nochmal den alten Spielstand. Geld, Geld, Geld. Laden. Oder war da noch was bei den anderen drin? Das weiß ich nämlich alles nicht mehr genau. Hier mal auf. Wir haben 800 Xa. Der hat doch, glaube ich, nichts mehr, der Typ hier. Wir nehmen unsere Armbanduhr mit. Hier war auch nichts mehr drunter, glaube ich. Wir machen das mal nochmal. Metallblock da rein. Zack, Tür. Wir nehmen das Geld hier drunter. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Nein, was mache ich denn? So, sieh schon wieder. Fahrstuhl. Ich gebe Ihnen 950 Ska. Okay. Oh, machen Sie, dass Sie wegkommen. Ah. Jetzt ja. Jetzt haben wir nämlich noch 200 Xa übrig. Wir hätten ihn einfach mit 950 Ska bestechen müssen. Ich habe schon irgendwie gedacht, jetzt zweifle ich an mir. Ja, so seht ihr, wenn wir dem dann alles in die Hand drücken, dann kommen wir später nicht mehr durch und wir machen uns nochmal durch den Dschungel auf. Wir sind 2 Stunden umhergeirrt, wir finden ein Gebäude. Und da ist ja jetzt quasi unser Raumhafen, Teil Dingens. Und jetzt haben wir ja die Währung und die knallen wir mal da rein. Bitte warten. Jetzt haben wir noch 20 Xa. Ja, kommt da noch was? Hallo? Bitte warten. Bitte warten. Gucken wir mal auf die Armbanduhr. Es ist 9:47 Uhr. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis da was passiert. Müssen wir hier noch was drücken? Nö, dann warten wir einfach mal ab. Das ist verschlossen, das ist geschlossen. Oh, was war das denn jetzt? Da ist irgendwas gelandet. Ich weiß nicht, was das war. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal durch die Tür und gucken uns an, was passiert. So. Ah, das war anscheinend eine kleine Fähre. Und wir sind jetzt mit dem Raumschiff abgeflogen. Und das war Teil 1 von Supernova. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man das hier so noch über das Mikrofon hört, die Musik. Ich hoffe es nicht, weil es ist relativ laut. Und das war der Teil 1 von Mission Supernova. Ja, Ende des ersten Teils. Und wir sind jetzt erfolgreich von Axakus quasi geflohen. Und wir müssen jetzt schauen, was uns im zweiten Teil bevorsteht. Denn es ist ja noch nicht vorbei. Es ist ja, wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil. Die Reihe war wirklich was, was ich früher gespielt habe, aber das Abenteuer geht weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Es war wirklich ein Spiel, was wir früher gespielt haben. Das war einfach so geil. Wenn Sie sich für 30 D-Mark registrieren, Alter,
Mit 3 Stimmen registrieren lassen. Stimmt, da hat man die zweite. Falls sie das nicht schon längst getan haben. Da musste man sich noch registrieren. Das weiß ich auch noch. Oh. In Teil 2, der Doppelgänger. Erwarten Sie? Es war wirklich so eine richtig coole Sache. Knifflige Puzzles. Ah, das stimmt, das stimmt. Noch mehr Grafik und Sound. Ein perfekt geplanter Museumseinbruch. Ah, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Oh, das war so schlimm immer für mich. Das Virtual Reality Spiel Indiana Joe. Ja, Indiana Jones und so. Und vieles mehr. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns doch da drauf. Auf Mission Supernova Teil 2. Und ich glaube, das war's jetzt auch. Da kommt, glaube ich, jetzt nichts mehr. Oder? Nur noch die schöne Musik. Mehr hört man da nicht. Und somit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt bei dieser kleinen Retro-Serie, die mir auch sehr am Herzen liegt, weil, wie gesagt, es war ein sehr, sehr schönes Spiel, was mich immer nochmal in die Kindheit zurück katapultiert. Und es ist einfach mega, mega cool. Ich hoffe, dass ich so ein paar Leuten zeigen konnte, wie das früher war und wie das Spaß gemacht hat. Und somit, wenn ich jetzt hier, glaube ich, Escape oder so drücke. Also, wie wir schon uns dann, was, wir sehen uns dann in Axaco City. Ah, wir fliegen also nach Axaco City. Und das war's. So, Mission Supernova Teil 2, der Doppelgänger. Das Spiel Mission Supernova entstand 1992 bis 94. Ich wurde 93 geboren, also da weiß man schon, dass das einiges länger her ist. Wurde als Shareware vertrieben. Es besteht aus 2 Teilen, von denen der erste kopiert und weitergegeben werden durfte. Der zweite Teil des Spiels war nur für registrierte Benutzer erhältlich. Inzwischen sind beide Teile frei kopierbar und im Internet erhältlich unter simplycity.de. Das habe ich auch in der Infobox verlinkt. Ihr könnt mal gucken, wenn ihr das selber spielen wollt, müsst ihr euch nur die DOS-Box einrichten, das runterladen und dann halt quasi so einen Pfad da kreieren und das dann starten, wie ich es gezeigt habe, ganz am Anfang in der ersten Folge. Copyright 1994-95, Thomas und Steffen Dingel. Hier nochmal vielen, 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 vielen Dank für so ein tolles Spiel. Es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet, das ja jetzt auch aufzunehmen und wie gesagt, das auch damals gespielt zu haben mit meinen Eltern. Es hat sehr, sehr, sehr lange Zeit gebraucht, bis wir da, glaube ich, komplett durch gewesen sind. Ich bin jetzt hier doch recht schnell, zwar am Ende ein bisschen holprig, aber doch recht schnell durchgegangen. Ich hoffe, das war für alle Leute okay. Denn wenn wir da irgendwie 3 Stunden brauchen, das bringt uns natürlich nichts. Musik auch nochmal Bernd Hoffmann. Sehr coole Musik gemacht. Vielen, vielen Dank hier auch nochmal. Und ja, würde es heute noch gehen, würde ich mich für 30 D-Mark auf jeden Fall registrieren lassen. Das ist mega cool. Klar, kann man mit heutigen Spielen überhaupt nicht vergleichen, aber trotzdem vielen, vielen Dank nochmal. Wir machen Escape und sind hier nochmal in unserem DOS-Box-Fenster. Wichtig, dieses Spiel ist shareware, lassen Sie sich für 30 D-Mark registrieren. Näheres erfahren Sie, wenn Sie während des Spiels F3 drücken. Ja, das war's. Ihr seht ja hier Mission Supernova, mein Teil, wie heißt es, mein Pfad. Wenn ich jetzt hier mal gerade zurückgehe und mal gerade mit Directory angucke, seht ihr ja auch, es kommt noch Mission Supernova 2 und Andromedas Erbe Teil 1 und 2. Das ist alles auch von den Machern, von den gleichen Machern, von Thomas und Steffen Dingel. Und ich würde sagen, somit sehen wir uns dann erstmal dann wieder bei Mission Supernova Teil 2, der Doppelgänger, wo wir dann wahrscheinlich auf unseren Roboter-Doppelgänger treffen und den dann versuchen irgendwie, keine Ahnung, zu eliminieren, was auch immer, das klarzustellen, dass wir das nicht sind und dass der Horst Hummel, der Koch, doch ein Mensch ist und kein Roboter. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal einfach in die Kommentare schreiben, wie euch so Retro-Kram gefällt, beziehungsweise wie ich das durchgeführt habe, ob das zu schnell war, ob ich mal mehr zeigen soll, was passiert, wenn man vielleicht alternative Wege geht. Ich habe da hier auch ein bisschen gemacht. Wie zum Beispiel das mit dem Geld, das wusste ich jetzt teilweise selber nicht mehr, ich habe es dann einfach gemacht, dass man dann halt dem Typ nur 950 Tacken in die Hand drücken muss, anstatt die 1000, sonst steht man halt am Ende da. Aber das finde ich ganz cool, wenn man das dann auch mal so ein bisschen zeigt, dass man dann sieht, wenn man Sachen nicht gemacht hat vorher, jetzt geht mir hier die Stimme weg, dass man dann im Spiel stecken bleibt. Aber wie gesagt, schreibt mir einfach mal,
wie ihr es empfunden habt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei Mission Supernova Teil 2. Macht es gut. Bis dann. Tschüssi.